Namen Jesu, lernen wir heute zusammen über das Thema Friede in Jesus. Was ist Friede? Ich habe diese Woche auf Wikipedia geschaut. Ich habe eine Definition gefunden. Also, Friede oder Frieden ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe. 平安就是通常被定义为一个很安静的状态. Es ist die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg. 在这种状态中没有混乱，没有干扰。 尤其没有征战. Friede wird oft mit dem äußerlichen Zustand verbunden. 平安也常常跟外在的环境相联系起来. Und wenn unsere Umgebung still und ruhig ist, dann fühlen wir uns auch still und ruhig. 当我们的环境相对的安静，相对的平静的时候，我们的内心也会觉得平安. Aber wenn wir eine schlechte Nachricht bekommen, dass etwas Trauriges oder Schlimmes in unserem Leben oder in der Welt passiert ist, dann beeinflusst das auch oft unsere innere Stille. Und diese Ereignisse können sogar unser Herz stören, bis wir keinen Frieden mehr im Herz haben. 这些事件可能我们会感觉到自己的内心被影响，然后失去平安. Und die Definition von Wikipedia sagt, dass der Friede eine Abwesenheit von Störung, Beunruhigung oder Krieg ist. 我们刚才说到说，维基百科定义平安是一个没有混乱、没有干扰，甚至没有征战的状况. Wir haben kaum Kontrolle über was in der Welt oder in unserem Leben passiert. Bedeutet es dann zwangsläufig, dass wir nie Frieden haben können, wenn es Störung, Beunruhigung oder Krieg gibt? Und muss es dann sein, dass der innere Zustand unseres Herzens immer mit Außenwelt verbunden ist? Lass uns lesen, was Jesus selber zum Frieden gesagt hat. Wir lesen Johannes 14, Vers 27. Johannes 14, Vers 27. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Bevor Jesus die Welt verlassen hat, versprach er seinen Jüngern seine Friede. 在耶稣离开世界之前，他应许他的门徒会把平安留给他们。 Und Jesus war ihr Lehrer und Meister und Herr. Er wusste, dass sie Angst hätten, wenn er sie verlassen würde. Aber hier sagt Jesus, dass sie sich nicht fürchten sollen, weil er ihnen Frieden geben würde. Egal was passieren würde, würden sie Friede von Jesus haben. 不管这个世界上发生什么，门徒都可以从耶稣那里得到平安. Und hier sehen wir auch, dass der Friede von Jesus nicht wie der Friede in der Welt ist. 这里我们也看到说，耶稣所赐的平安跟世界所赐的平安并不一样. Der Friede, den wir von der Welt empfangen, ist von äußerlichen Umständen abhängig. 我们从世界上能够
能够得到的平安是受我们的环境影响的。Das haben wir von Wikipedia gelernt. 这个我们刚才已经在维基百科读到了。Aber der Friede von Jesus ist davon komplett unabhängig. 但是耶稣所赐的平安跟外界的这些环境是不直接相关的。Der Friede von ihm ist ein Zustand des Herzens. 他所赐的平安是内心的一个状态。Diese Friede kann nur in ihm gefunden werden. 这个平安只能在他里面被找到。Wir schlagen auf Psalm 107. 我们来读诗篇107篇。Psalm 107, Vers 23 bis 27. 诗篇第107篇第23到27节。Psalm 107, Vers 23 bis 27. 诗篇107篇23篇到23节到27节。Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer, wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob, und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr. 三节在海上坐船，在大水中经理事务的，他们看见主的作为，并他在深水中的奇事。因他一吩咐，狂风就起来，海中的波浪也扬起。他们上到天空，下到海底，他们的心因患难便消化。他们摇摇晃晃，东倒西歪，好像醉酒的人。他们的智慧无法可施。Auf dem Meer ist es nicht immer still und ruhig. 在海面上的状况。一般并不常常是安静的。Und manchmal gibt es starke Stürme und Winde. 在海面上常常有狂风，有大浪。Hier werden die Gefühle, die Seefahrer haben, eindrücklich bezeichnet, wenn es einen großen und furchtbaren Sturm gibt. 在这里描述了当周围有狂风大浪的时候，一个航船的人会有什么样的感受。Wir lesen in Verse 26 bis 27. 26到27节。Ihre Seele verzagte vor Angst. 这里说他们的心因患难便消化。Sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr. 他们摇摇晃晃，东倒西歪，好像醉酒的人，他们的智慧无法可施。Normalerweise können die Seefahrer die Schiffe sehr gut steuern. 我们知道说这些行船的人，他们常常能够很好的控制他们的船只。Aber wenn es einen Sturm gibt, dann können sie das Boot sogar nicht kontrollieren. 但是当暴风雨来的时候，他们就控制不了他们的船了。Sie haben keine Kontrolle über den Wind. 他们不能够控制大风。Plötzlich hat das Wetter mehr Kontrolle über das Leben als der Seefahrer selbst.突然之间这个风雨对他们的生命有更大的掌控比起他们自己来说。Und plötzlich fühlt man sich in so einer Situation hilflos und klein und sehr unsicher. 然后他们就突然陷入了这样一个无助的不确定的很微小的处境之中。Was tun wir, wenn Lebensstürme unsere Seele erschüttern?当我们生活中的暴风雨来影响我们的生活的海浪的时候，我们做什么呢？ Also heute lesen wir zusammen eine Geschichte. 我们今天一起来读一个故事。Die geht darum, wie Jesus einen Sturm beruhigt hat. 我们从这个故事可以看到耶稣怎么样平静风浪。Und wie Jesus Frieden wiederhergestellt hat.看到说耶稣怎么样在主里面重新建立这样的平安。Wir lesen Markus Kapitel 4. 我们读马可福音第四章。Markus 4. 马可福音第四章。Vers 35 bis 41. 马可福音第四章的第35节到41节。Vers 35. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen.Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm.
und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? 那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣仍在船上。他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他，说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥责风，向海说：“住了吧，静了吧。” 风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？”连风和海也听从他了。Nachdem Jesus der großen Menge Gottes Wort gelehrt hat, sagte er seinen Jüngern in Vers 35, dass sie zusammen mit dem Boot an das andere Ufer fahren sollen. 在耶稣前面教导了很多关于 神国的道理之后，耶稣在35节跟门徒说：“我们渡到那边去吧。”Und seine Jünger folgten ihm. 然后这些门徒就跟着耶稣。Und sie fuhren mit ihm im Boot zusammen auf dem Meer. 他们就坐船到海面上。Und bevor wir mit der Geschichte fortfahren, ist es für uns wichtig zu wissen, wer Jesus Christus tatsächlich ist. 在我们思考后面的故事之前， 对我们很重要的一个问题是，到底耶稣是谁呢？ Also, wer ist Jesus? 耶稣到底是谁呢？ Wir lesen Römer 9, Vers 5. 我们读罗马书第9章的第5节。 Römer Kapitel 9, Vers 5. 罗马书第9章第5节。 Denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen. 列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上永远可称颂的神。阿门。Also, die auf Deutsch lesen, vielleicht seht ihr ein Sternchen in Vers 5. 在第五节的后面有个星号。Und andere Übersetzungen sagen, Jesus Christus ist, Entschuldigung, aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles. 那在这个星号, 有一些翻译成, 按肉体说, 基督也是从他们出来的。 Der da ist Gott. 他是神。 Genau. Also Jesus Christus ist Gott selbst. 也就是耶稣他自己是神。 Er ist der ewige Gott über alles. 他是万有的神, 是超乎掌控一切的神。 Und hier lesen wir in Vers 5, dass Jesus aus den Vätern herkommt nach dem Fleisch. 在这里我们读到说，耶稣是 按肉体说是从列祖出来的。 Das heißt, dass Gott auf die Erde als Fleisch gekommen ist. 也就是神到这个地上按着这个肉体从肉身出来。 Also Jesus ist die Offenbarung Gottes im Fleisch. 也就是耶稣是神在肉身显现。Und Gott ist als Fleisch auf die Erde gekommen, um Menschen zu retten. 神道成肉身为了拯救世人。In Kolosser 1, Vers 16. 在哥罗西的 第一章。 Kolosser 1, Vers 16. 第一章的第16节。 Lesen wir, dass in ihm alles geschaffen ist. 在哥罗西书一章16节说到说，万有都是借着他造的。Was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. 无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的。Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. 所有
万有都是借着他造的，又是为他造的。Also Jesus ist Gott, er ist der Schöpfer. 耶稣他是神，他是创造者。Und Jesus war auf der Erde. 耶稣来到这个世上。Und das sollen wir im Kopf haben, als wir diese Geschichte lesen. 当我们读刚才的故事的时候，我们要把这些放在我们的脑中。Also wir lesen wieder Markus Kapitel 4. 我们来读又再回到马可福音的第四章。Markus 4, Vers 35. 我们回到马可福音四章的第三十五节。Und Jesus sagte, lasst uns ans andere Ufer fahren. 这里耶稣对门徒说，我们渡到那边去吧。Jesus wollte auf dem Meer fahren, weil er zum anderen Ufer kommen wollte. 耶稣想要去海的另外一边，所以他要在海上航船。Jesus hatte ein Reiseziel. 他有一个旅行的目标。Wenn wir Markus Kapitel 5 Vers 1 lesen, 当我们读马可福音第五章第一节， dann sehen wir, dass sie ans andere Ufer des Meeres kamen. 我们看到说他们来到海的那一边。Also, nach dieser Geschichte haben sie das Ziel erreicht. 在这个我们的这个海浪的故事之后，他们到达了他们的目标。Und in jeder Phase unseres Lebens streben wir nach unterschiedlichen Zielen. 在我们生命的每一个阶段中，我们也在追求不同的目标。Als Kinder in der Schule, dann machen wir fleißig unsere Hausaufgaben. 在我们当学生的时候，我们就很勤奋的写作业。In der Uni oder als Auszubildende, wollen wir die Prüfungen erfolgreich bestehen. 我们在上大学或者在继续教育的阶段，我们就要很努力的通过所有的考试。Und danach wollen wir eine gute Arbeit finden und Geld verdienen. 然后呢，我们想要找到一个好的工作，想要赚钱。Und dann vielleicht wollen wir einen guten Partner finden und heiraten. 当我们可能找到一个好伴侣，然后嫁人去结婚了。Und wenn wir Kinder haben, dann wollen wir sie auch gut großziehen. 我们有了孩子，我们的目标也是想把孩子好好的抚养长大。Also im Leben haben wir immer Ziele. 在我们的生命中，我们总是有不同的目标。Aber als Christ, 但是作为基督徒 ，ist unser höchstes Ziel am Ende auf die andere Seite zu kommen. 但是我们作为基督徒最高的目标是最后要渡到另外一边去。Das ist das Himmelreich zu erreichen. 也就是我们要到神的国那里。Ein Leben lang müssen wir nach diesem wichtigsten Ziel streben. 我们要一生来追求这样的一个最重要的目标。Bis wir eines Tages ins Himmelreich kommen. 直到我们有一天到天国那里。Also die Jünger sind mit Jesus gefahren. 这里门徒跟耶稣一起行船。Und normalerweise wenn man weiß, dass ein Sturm kommt, dann würde man gar nicht auf dem Meer fahren. 我们知道，如果我们提前知道会有暴风雨来，我们可能不会到海上去。Man weiß, dass es zu gefährlich ist. 我们知道这太危险了。Aber sie sind einfach mit ihm gefahren. 但是，他们就跟耶稣一起坐船了。Und sie haben wahrscheinlich nicht viel erwartet. 然后他们并没有期待接下来会发生什么。Und sie sind einfach ins Boot gegangen und haben gedacht, okay, dann wir kommen bald auf die andere Seite. 他们就是上了船，然后可能想说啊，我们很快就会到海的另外一边去。Aber in Vers 37 sehen wir. 但是在三十七节我们看。Es erhob sich ein großer Windwirbel. 三七节说忽然起了暴风。Wir wissen nicht, wie lang sie auf dem Meer waren. 我们不知道说他们在海上待了多久。Aber wir können davon ausgehen, dass sie den Sturm nicht erwartet haben. 但是我们可以想见说他们应该没有期待会有个暴风雨。Und auf dem Weg zum anderen Ufer ist plötzlich dieser Sturm gekommen. 然后他们去另外一边的路上突然就起了这个暴风雨。Und wenn wir Vers 37 lesen, 那如果我们读三十七节， dann sehen wir, dass der Sturm nicht nur draußen war.我们看到说这个暴风不只是在外面， sondern die Wellen schlugen sogar in das Boot.
我们看到波浪也打入了船内。Sodass das Boot schon voll wurde. 甚至船要满了水。Sie wollten einfach auf die andere Seite kommen. 他们本来就是想要到对面去。Dieser Sturm war kein Teil des Reiseplans. 这个暴风并不是他们旅行计划中的一部分。Und plötzlich ist ihre einfache Fahrt ein lebensbedrohliches Ereignis geworden. 但是他们这个寻常的一个旅途突然变成了一个会威胁生命的旅途。Das Boot, das soll ein sicheres Transportmittel sein. 这个船本来是一个比较安全的交通工具。Sie waren für ihre Sicherheit davon abhängig. 他们的安全就靠这个船。Aber jetzt war das Boot nicht mehr sicher. 但是这个船现在不再安全了。Und das Wasser hat dieses Boot erschüttert und ist hereingekommen, bis es fast gesunken ist. 这个水打入到船内，甚至这个船要翻了。Das Boot wurde überwältigt und war am absoluten Limit. 这个船是现在有它的限制。In unserem Leben müssen wir auch Stürmen begegnen. 有时候我们在生活中也要面对一些暴风。Wenn etwas nicht nach Plan läuft, verläuft. 有些事情不根据我们的计划发生。Oder wenn etwas plötzlich in unserem Leben passiert, was wir nicht erwartet haben. 或者在我们的生活中突然发生了一些我们没有期待的事情。Erscheint die Fahrt nicht mehr so sicher zu sein.这个样的旅途就不再那么安全了。Und wenn unsere Sicherheit weggenommen wird, 然后当我们的安全性不在那里的时候 fühlen wir uns auch so, als ob wir erschüttert würden. 我们的感觉也是好像这个我们像被暴风雨打入船内的感觉。Als ob das Wasser in unser Boot reinkommen würde. 好像这个水到了我们的船上。Als ob wir fast ertrinken würden. 我们似乎快要被淹没了。Und wir fühlen uns überwältigt und wir sind am absoluten Limit. 我们感觉说我们自己有局限性，我们自己被胜过。Was hat Jesus in dieser Zeit gemacht? 在这样的时候，耶稣做了什么呢？ Wir lesen Vers 38. 我们读38节。Er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen.耶稣在船尾上枕着枕头睡觉。Es ist fast unmöglich, dass jemand während einem Sturm in einem Boot schläft. 在一个船上起了暴风，几乎不可能这样睡觉。Es ist zum Beispiel wie wenn die Nachbarn eine Party haben, und wir versuchen zu schlafen, aber es ist zu laut und wir können gar nicht schlafen. 就像是你的邻居正在开一个晚会，然后呢，你想要睡觉，但是太吵了，睡不着。Es war laut und wackelig und trotzdem schlief Jesus. 这个时候也是很吵，然后很颠簸，可是呢，耶稣还是能照常的睡觉。Und in dem Sturm war Jesus ruhig. 在暴风雨之中，耶稣是很安静的。Die Jünger sind zu ihm gekommen und sagten. 门徒这时候到耶稣这里，然后跟他说。Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? 夫子，我们丧命你不顾吗？ Also hier sehen wir, wie viel Verzweiflung, Angst und Furcht sie hatten. 我们在这里看到门徒有多少的怀疑，多少的害怕，多少的犹豫。Diese sind natürliche Reaktionen, wenn das Leben bedroht wird. 这些当然是他们的生命受到威胁的时候自然的反应。Wahrscheinlich sind sie zu Jesus gekommen, weil sie wussten, wem sie gefolgt haben. Wem sie gefolgt haben. Wem sie gefolgt sind. 他们到耶稣那里去，因为他们知道说他们的盼望在哪里。Also sie wussten, wer Jesus ist. 因为他们知道说耶稣是谁。Sie glaubten daran, dass Jesus Macht hat. 他们也相信说耶稣有权柄。Und sie hatten schon seine Wunder und Zeichen erlebt und seine Lehren gehört. 他们之前已经经历过耶稣的神迹，也经历过，也听了很多耶稣的道理。Aber hier haben sie gesagt, dass
ist Jesus egal wer, wenn sie umkommen würden. 然后这里他们这里他们跟耶稣说我们丧命你不顾吗 Sie sind davon ausgegangen, dass Jesus schon ein Wunder getan hatte, wenn er die Macht hätte. 那他们他们假的假设他们的假定是、哦、耶稣、应该早就可以行一个神迹来把这个止住了。Oder wenn er die Macht hätte, vielleicht hätte er schon vorausgesehen, dass ein Sturm kommt, und dann hätten sie diese ganze Situation vermeiden können. 或者他们可能想说、哦、耶稣既然有权柄，他应该早就能预见这个暴风，然后可以避免我们遇到这个暴风。Wenn Jesus die Macht hätte, warum hat er noch gar nichts gemacht und seine Macht gar nicht gezeigt? 如果耶稣有权柄，为什么他什么都没有做，也没有显现出他的权柄呢？ Hier gibt's nicht nur einen Zustand des äußerlichen Chaos. 这里不止我们看到外在的混乱， sondern auch einen Zustand des innerlichen Chaos im Herzen. 我们在这里也看到他们内心的混乱。 Nicht nur das Boot wurde erschüttert, sondern auch die Herzen der Jünger. 不止船被摇晃，他们的心也被摇晃。 In diesem Zustand sind sie zu Jesus gekommen und haben ihn schlafend gefunden. 在这样的一个状态下，他们找到了耶稣，耶稣在睡觉。 Wenn unser Herz erschüttert wird, kommen wir auch zu Jesus und denken wir, dass er uns nicht hört? 然后，当我们自己在生活中混乱的时候，我们也常常到耶稣那里，然后问他说：“耶稣，你没有听我吗？” Fragen wir ihn, fragst du nichts danach, dass ich umkomme? 我们也常常问说：“耶稣，我们丧命你不顾吗？” Manchmal denken wir, dass Jesus unsere Situation nicht sehe. 我们常常想说：“耶稣没有看到我们的处境。” Und dass es ihm egal sei, wenn wir Herausforderungen und Probleme haben.我们也想说，不管我们遇到什么样的挑战，好像跟耶稣没有关系。Und wenn wir zu ihm beten und noch keine Antwort bekommen, fühlen wir uns auch, als ob Jesus schläft. 当我们跟耶稣祷告，但是没有得到答案的时候，我们也感觉好像耶稣睡着了。Denken wir, dass Jesus schläft, während wir mit dem Sturm kämpfen?我们在想说、啊、耶稣睡着，而我们却在跟暴风雨打战。Also, was hat Jesus zunächst gemacht? 耶稣到底在做什么、啊、耶稣接下来做了什么呢？ In Vers 39 stand er auf. 在39节，耶稣醒了。Er bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer. 耶稣斥责风，向海说。Schweig, verstumme. 住了吧，静了吧。Jesus hat die Kraft und Vollmacht, die niemand hat.耶稣有所有人都没有的权柄跟能力。Wer von uns würde zu dem Wind oder zum Regen sprechen, wenn das Wetter schlecht ist? 如果天气不好的时候，我们中间有谁会跟风跟雨说话呢？ Vielleicht nur als Witz. 可能你就是在开玩笑吧。Oder wenn es regnet und wir grillen wollen und dann bitten wir den Regen, dass es vielleicht aufhört. 可能你下雨了，你要烧烤，然后你就跟雨说啊，你停下来吧。Aber jeder von uns weiß, dass wir gar keine Kontrolle über das Wetter haben. 但是我们都知道说我们不能够控制天气。Aber Jesus hat das nicht als Witz gesagt. 但是在这里，耶稣并没有在开玩笑。Er hat das auch nicht einfach mit ein bisschen Hoffnung gesagt. 他在这里也不是说啊，心里有点侥幸的心，然后说了这话。Sondern er hat dem Wind und Meer mit Kraft und Vollmacht.befohlen, still zu sein. 他是用权柄和能力来丰富这个风和海。Und nur Jesus hat diese Kraft und Vollmacht. 也只有耶稣有这样的权柄跟能力。Wir lesen Nehemia, Kapitel 9, Vers 6. 我们读尼希米记第九章的第六节。Nehemia, Kapitel 9, Vers 6. 尼希米记第九章的第六节。Vers 6.Herr, du bist allein. Du hast gemacht den Himmel und alle Himmel, Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Nimm Simi 9:6. 你唯独你是主，
你造的天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海和海中所有的，这一切都是你所保存的，天君也都敬拜你。Jesus, Gott hat alles geschaffen. 耶稣神，他创造了一切。Er hat die Erde und die Meere geschaffen. 他创造了地，也创造了海。Und Jesus ist Herr über seine gesamte Schöpfung. 耶稣也是他创造的万物的主。Er ist sogar Herr über das Meer und den Wind. 他甚至是海，是风的主。Jesus ist ihr Schöpfer und Herr und deswegen hatte er die Kraft, ihnen zu befehlen. Jesus ist 他们的创造者，所以他有权柄来吩咐他们。Obwohl Jesus eingeschlafen ist, wären die Jünger nicht gestorben. 虽然耶稣睡着了，但是门徒却没有丧命。Weil Jesus, weil der Schöpfer, weil der Herr aller Natur mit ihnen im Boot war. 因为耶稣他作为创造者，他在船上掌管着自然的一切。Und er hat alle Kraft und Vollmacht. 他有所有的能力，所有的权柄。Wenn wir in unserem Leben die Lage nicht beherrschen, 当我们在生活中没有能力控制我们的处境时， ist die Situation immer noch unter der Kontrolle Jesu. 我们的这所有的环境都还在处在耶稣的掌控之中。Und Gott ist auch unser Schöpfer, er ist unser himmlischer Vater. 神也是我们的创造者，他是我们天上的父。Alles, was in unserem Leben passiert, sieht er. 所有在我们生活中发生的一切，他也都看得见。Er liebt uns und er kümmert sich um uns. 他爱我们，他也照顾我们。Auch wenn wir das Gefühl haben, dass unser Boot erschüttert und fast ertrinken wird. 尽管我们有时候感觉我们的船好像在摇晃，我们也快被淹死了。Hat Gott die Kontrolle? 神也仍然在掌控。Alle Dinge dienen zum Besten denen, die ihn lieben. Das können wir in Römer 8, 28 lesen. 在罗马书的八章，我们读到说，万事相互效力，叫爱神的人得益处。Und es gibt so viel, was wir nicht kontrollieren können. 在我们生活中有很多我们不能控制的东西。Und sehr oft kriegen wir Angst deswegen. 那我们也因为这些，我们会有害怕。Aber wir können getrost sein, weil wir wissen,dass Gott die Kontrolle innehat und er uns liebt. 但是我们可以有平安，因为我们知道说神在掌控这一切，他也很爱我们。Unser Leben ist in seinen Händen. 我们的生活在他的手中。Genau wie das Boot und die Leben der Jünger in seinen Händen. 就像这船和门徒都在他的掌控之中一样。Egal wie groß die Stürme in unserem Leben sind, ist Jesus größer. 不管这个暴风雨在我们生命中有多么的大，耶稣都比这暴风更大。In Vers 39 lesen wir, dass der Wind sich legte und es ward eine große Stille. 我们在39节读到说，风就止住，大大的平静了。Die Stille wurde als groß beschrieben.这里的平静用了一个修饰的词，大大的。Und in Vers 37 wurde der Windwirbel auch als groß geschrieben. 那在37节描述这个风，也描述它是一个暴风。Wenn ein Windwirbel sehr groß ist, bedeutet es, dass es sehr stark und gewalttätig ist. 暴风意味着说这是一个很大的、很凶猛的风。Es ist stark genug, um das Leben zu zerstören und kann nicht kontrolliert werden. 它大到可以把我们的生活撕毁，让我们无法控制。Aber diese Stille von Jesus war auch groß. 但是这样的平静也是大的，这样平静是来自耶稣的。Wenn wir uns den Sturm und diese Stille von Jesus vorstellen, 那当我们去想象在耶稣之前的这大风跟平静， merken wir, dass dieser Kontrast zwischen dem Sturm und der Stille sehr, sehr stark ist. 我们看到这暴风跟大大的平静之间的反差是很大的。In dem Sturm war alles chaotisch, laut und wackelig.
在暴风雨中一切都是混乱的，都是颠覆的。Es gab Furcht und Angst. 然后人们有很多的害怕，很多的恐惧。In der Stille von Jesus war alles plötzlich ruhig und still. 在耶稣的平静当中，所有的一切突然都变得很平安，很安静。Es war nicht so, dass es noch ein bisschen Wind gab. 这里不再有一点点的风。Das Boot schwankte auch nicht nur weniger als vorher. 那这个船也不像像之前那样颠簸。Es ist nicht, als ob zum Beispiel manchmal, wenn es Gewitter gibt. 那有时候就像是我们有暴风雨的雷电的天气的时候。Und dann und ein paar Minuten später regnet es nicht mehr so stark. 然后过了几分钟之后，突然雨就不那么强的在下了。Und dann denken wir, ah, okay, das Wetter ist besser, aber es gibt noch ein bisschen Regen. 然后我们再说，哦，天气不错了，但是呢，还是下一点小雨。Diese Stille von Jesus war eine komplette und perfekte Stille. 但是这耶稣的平静不是。有一点平静，而是完全的平静。Nichts konnte diese Stille stören. 这样的平静不会被任何东西给打破。Und diese große Stille beschreibt mehr als einen äußerlichen Zustand. 这样的大大的平静似乎是外在的状态的描述。Diese Stille ist tiefgreifender als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung. 这样的平静也是内在的，没有。没有干扰，没有，没有，骚乱的。Diese Stille ist ein Friede, der nur von Jesus empfangen werden kann. 这样的平静是我们只有从耶稣那里才能够得到的平安。Es ist ein Friede, der ins Herz geht. 这是一个能够进入内心的平安。Diesen Frieden kann Jesus uns geben. 这样的平安是耶稣能够给我们的。Wir können diesen Frieden erfahren, auch wenn alles um uns herum chaotisch ist. 当我们周遭的一切都很混乱的时候，我们仍然可以感觉到这种平安。Auch wenn unser Boot wackelig ist, wenn es regnet, wenn es einen Sturm gibt, können wir diesen Frieden haben. 当我们的船颠簸，但周围有雨有风，我们也还是可以感觉到这种平安。Wir schlagen auf Philipper. 我们也来看腓立比书。Philipper 4.腓立比书的第四章。Philipper 4, Vers 6 bis 7. 腓立比书的第四章第六到第七节。Philipper 4, Vers 6 bis 7. 腓立比书四章六到七节。Sorgt euch nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. 腓立比书四章六到七节，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在耶稣基督里保守你们的心怀意念。Gott gibt uns einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. 神给我们的平安是高过一切的心思意念的。Sein Friede übertrifft unsere Vernunft. 他的平安是，他的平安保守我们的心思意念。Normalerweise, wenn etwas unerwartetes oder Schlechtes passiert, kriegen wir Panik. 当一些意外的事情发生的时候，我们很容易恐惧。Aber wenn wir Gottes Friede haben, 但是当我们有神的平安的时候，können wir Friede trotz dem Chaos haben. 我们可以仍然在混乱之中感到平安。Deswegen schreibt Paulus in Vers 6, was wir machen können und sollen. 所以在第六节保罗告诉我们，我们应该也可以做什么。Wir sollen uns nichts sorgen. 我们应当一无挂虑。Sondern in allen Dingen können wir in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. 只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将我们所要的告诉神。Wir können zu Jesus im Gebet gehen. 我们可以在祷告中到耶稣那里去。Und er wird
uns Frieden geben. 他会给我们平安。Und diese Friede kann nur in ihm gefunden werden. 这个平安也只能在他那里找到。Wenn wir zurück zu Markus Kapitel 4 gehen. 那我们回到马可福音第四章。Vers 40 ermahnt Jesus die Jünger. 马可福音第四章第四十节，耶稣警告门徒。Er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? 耶稣对他们说：为什么胆怯？你们还没有信心吗？ Jesus erkannte, dass ihre Reaktion in Vers 38 aus Furcht und Zweifel entstanden ist. 耶稣看到说，三十八节门徒们的反应是出于胆怯跟没有信心。Angst und Furcht in einer solchen Situation ist eine normale menschliche Reaktion. 在这样的一个处境中，胆怯惧怕，这是一个正常人有的反应。Aber Jesus hat sie geschimpft. 但是耶稣教训了他们。Weil er wusste, dass sie in diesem Moment keinen Glauben hatten. 因为耶稣知道说，在这样的一个情况下，他们是没有信心的。Sie haben gezweifelt. 他们怀疑。Jesus war mit ihnen im Boot. 耶稣跟他们一起在船上。Und deswegen hätten sie nicht so reagieren sollen. 所以他们本来不应该有这样的反应。Und deswegen fragt Jesus, habt ihr noch keinen Glauben? 所以耶稣问他们说，你们没有信心吗？ Nachdem sie die Wunder gesehen haben und seine Lehren gehört haben, hatten sie immer noch Zweifel. 在门徒之前看过耶稣的所有神迹，听过他的道理之后，他们仍然有没有信心。Heute folgen wir Jesus im Boot und wir fahren zu unserem Ziel. 今天我们也跟耶稣在一艘船上，我们一起向我们的目标去航行。Wir wollen ins Himmelreich kommen. 我们都想要行到天国里面。Und Stürme werden kommen, wir können sie nicht vermeiden. 但是我们也可以，我们在路上也会经历暴风雨，我们不能够避免它们。Aber was wir machen können, ist Jesus zu glauben. 但是我们能做的是在耶稣里有信心。Wir können glauben, dass Jesus auch in unserem Leben die Kraft und Vollmacht hat. 我们可以相信说，耶稣在我们的生活中也有权柄跟能力。Wir lesen Vers 41. 我们读四十一节。Sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? 他们就大大的惧怕，彼此说：这到底是谁？连风和海也听从他了。Dieses Mal fürchteten sich die Jünger nicht, weil sie fast umkamen. 那这时候门徒们大大的惧怕，但不是怕他们会死掉。Sondern weil sie tatsächlich die Kraft Jesu erlebt haben. 他们惧怕是因为他们经历了耶稣的大能。Jesus hat ihnen gezeigt, wie viel mächtiger er als der Sturm und der Wind ist. 耶稣向他们展现说，他比风比海的能力大得多。Die Jünger haben gedacht, dass der Sturm groß und furchtbar war. 这些门徒认为说，啊，这个风是暴风，很大的风。Jetzt fürchteten sie sich, weil Jesus ihnen gezeigt hat, dass er noch größer ist. 而现在他们害怕，因为他们看到耶稣比这大的暴风更大。Also wir gehen zurück zum Psalm 107. 我们回到刚才读的诗篇107篇。Psalm 107. 诗篇107篇。Was sollen wir in unserer Not machen? 我们应该在我们的困难的处境中做什么呢？ Was sollen wir machen, wenn die Stürme kommen und unser Boot erschüttert wird? 当暴风雨来，当我们的船在晃动的时候，我们要做什么呢？ Wir lesen Vers 28 bis 30. 我们读二十八节到三十节。28.28. Die dann zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten, und sie froh wurden, dass es still geworden war, und er sie zum ersehnten Hafen brachte. 于是他们在苦难中哀求主，他从他们的祸患中领他们出来，他使狂风止息，波浪就平静。风息浪静，他们便欢喜，他就引他们到所愿去的海口。Was sollen wir in unserer Not machen? 我们在我们的艰难的处境中要做什么呢？ Wir gehen zu Gott. 我们
到神那里去。Mit dem Glauben, dass der Schöpfer ist, 我们相信他是创造者。Dass der Geber des Friedens ist, 他也是平安的给予者。Beten wir zu Jesus. 我们向耶稣祷告。Egal, was uns herum passiert, 不管我们的周遭发生什么事情。Stillt das Gewitter in unserem Herzen. 他可以在让我们内心的暴风雨止住。Bis es in unserem Herzen keine Wellen mehr gibt. 直到在我们的心里面再没有波浪。Bis unser Herz nicht mehr wankt. 直到我们的心不再摇动。Also heute haben wir darüber gelernt, dass Jesus der Schöpfer und Herr über alles ist. 我们今天用这节这段圣经学到耶稣是一切的创造者和掌管者。Er hat Kontrolle über das Meer. 他可以掌控海。Übt Kontrolle auch in unserem Leben aus. 他也可以掌控我们的生活。Gibt echten Frieden, der nur in ihm gefunden werden kann. 他也给我们平安，这样的平安只能在他那里找到。Diese Friede kann nicht von außen beeinflusst werden. 这样的平安不是外界的环境所能影响的。Solange wir mit Jesus im Boot sind, 只要我们跟耶稣一起在这船上。Können wir seinen Frieden empfangen? 我们可以收获他的平安。Auch wenn es einen Sturm gibt, 就算有暴风雨。Können wir seinen Frieden erfahren, einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft? 我们可以经历他的平安，这样的平安是超乎我们的心思意念的。Dieser Friede kann nicht in der Welt gefunden werden. 这样的平安不是世上能找到的平安。Nur in Jesus. 只有在耶稣里。Also lasst uns daran glauben, dass Jesus uns seinen Frieden verheißen hat. Wir müssen nur zu ihm mit Glauben kommen. So Gott sei Dank. Jetzt singen wir Lobgesang 318.
zusammen beten? Egal welche Herausforderungen oder Probleme wir jetzt im Leben haben, lasst uns daran glauben, dass Jesus mit uns in dem Boot ist. Und er ist unser Schöpfer und Herr. 他是我们的创造者, 他是我们的主。 Und wir können zu ihm in Gebet kommen. 我们可以在祷告中到他这里来。 Lass uns zusammen beten. 我们一起祷告。 Halleluja, im Namen Jesu beten wir.